So, da sind wir zurück mit Batman Arkham Asylum. Und zu Recht denkt ihr euch, what the fuck? Was machen wir hier? Das ist nicht dort, wo wir aufgehört haben. Peter, was ist los? Ich hasse dich. Was ist passiert? Und immer so weiter. Ihr habt doch völlig recht. Nein, es ist nicht der Ort, an dem wir letztes Mal aufgehört haben. Es tut mir leid. Und zwar, ich habe versucht aufzunehmen. Deswegen, ich habe aufgenommen. Ich bin auch nur durch diese Röhre hier gekraxelt. Ich habe nach circa 10 Sekunden instantly den Weg einfach aus dieser Kamera rausgefunden, weil es einfach nur geradeaus war an für sich. Ich weiß auch nicht, wie ich daran vorbeigelaufen bin das letzte Mal. Auf jeden Fall hat es dann ab hier tierisch angefangen zu laggen. Und wenn ich tierisch meine, dann meine ich wirklich tierisch. Ja. Problem bei Batman Arkham Asylum ist, dass sobald man ein wenig weiter vorangeht, ja, überschreibt sich der Speicherstand. Man kann nicht mehr zurück, nicht mehr von dem Speicherstand laden. Und da ich kein Faker bin, sage ich euch es einfach und sage, wie es war. Ja, so sieht's aus. Deswegen sind wir jetzt hier, aber wir sind wirklich nur hier durchgekrochen. Ihr habt nichts verpasst. Sagen wir mal so. Das hätte man auch schneiden können, das hätte nicht mal gestört. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier draußen. Und das ist Jordan Fraser. Was hat Jordan Fraser zu sagen? Sieht nicht gut aus. Junge, rauch Hast du weniger. sie gehört? Sie wollten mich umbringen. Okay. Wer besetzt einen verdammten Garten? Was wollen Sie? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich habe keine Ahnung. Naja. Aber wir müssen. Moment. Befreie die im Vogelhaus festgehaltenen Krankenpfleger. Das haben wir noch als Aufgabe gekriegt, als ich da hier rausgekommen bin. Deswegen werden wir jetzt mal in dieses besagte Vogelhaus reingehen und schauen, was da für Gangster sind, die wir ordentlich mit der Handkante und mit den Füßen treten können. Also, wir treten natürlich nicht mit der Handkante, wobei das auch eine interessante Sache mal wäre. So. Helft mir! Hilfe! Jesus. Holt mich hier raus! Hallo? Hör zu, die Fledermaus kommt. Wenn du sie siehst, schick die nervenden Ärzte zur Hölle. So heißt doch das Ding da unten, oder? Ja, mit denen geht's bergab. Gut, und denk dran, wenn du hörst, dass eine Manschette Alarm auslöst, ist Batman hier. Okay. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. Schalte den Anführer der Gefolgsmänner aus. Gut, jetzt müssen wir nur schauen, wer der Anführer hier überhaupt ist. Das heißt, das ist das Vogelhäuschen. Ich verstehe auch warum. Und ich glaube, das da oben soll der Anführer sein. Kann das sein? Okay, naja gut. Was machen wir denn? Ja. Wir werden uns mal langsam, langsam, langsam voranbewegen. Also wir dürfen die auf jeden Fall nicht töten. Wir dürfen. Okay. Ich sehe gerade, hier ist ein Lüftungsgitter. Da werde ich jetzt gleich mal reingehen, wenn er sich wieder umdreht. Zieh dich, Alter. Hier gibt's nichts zu sehen. Ich habe keine Brüste und ich bin nicht nackt. So. Sag mal so, das eine schließt das andere nicht aus. Aber ich bin beides nicht in dem Fall. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Wiederhol's nochmal, dass es auch ernster klingt. So. Okay, halt, falsche Taste. Ich dachte gerade, was? Detektivmodus nicht da. Doch, Detektivmodus da. Hier können wir hoch. Wuppa. Und Batman benutzt auch Leitern manchmal, wenn es sein muss. Ja, das habe ich auch. Sind wir schon mal über eine Leiter geklettert? Ich weiß gar nicht. Macht man nicht oft in dem Spiel, so wie es aussieht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Oh Mann, Batman, guck mal dein Knie an. Du hast den Anzug ganz schmutzig gemacht. Was ist mit dir los? Was wird. Oh Gott. Jetzt wollte ich sagen, was wird Mami dazu sagen? Hoppla. Das wäre ein wenig pietätslos. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal nicht. Okay. Ich sollte nicht runterklettern. Wie komme ich denn da rein, um Gottes Willen? Okay, also. Ich darf auf jeden Fall nicht auf mich aufmerksam machen. Jetzt bin ich hier oben. Bringt das mir irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, es ist schon ewig her, da ich das Spiel gespielt habe. Deswegen. Hier, ein Hänger. Was ist das? Was ist mit dem passiert? Oh, das ist ein Skelett. Das ist schon ein Skelett. Gut, ich dachte gerade so, okay, Skelett. Leuchtet nicht mal mehr. Gut, dann müssen wir mal schauen, wie komme ich denn hier am besten vorbei? Ich würde sagen, Try and Error müssen wir hier machen. Hätte ich vielleicht einfach rechts vorbei sollen. Ich muss mal rechts vorbei, Moment. Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Oh, weil er so kampferprobt seid und Maschinengewehre tragt. Jesus Christ. Im Kampf Mann gegen Fledermaus hätte er keine Chance. Keine Chance. Ja, jetzt muss ich nochmal gucken, komme ich da auch runter, ohne dass mich der sieht? Das ist jetzt die ganz, ganz große Frage. Ich müsste da runter. Und dann kann mich der da oben vielleicht sehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, wie groß der Radius ist von diesen.
klöpsen. Gut. Muss mal gucken. Wenn er sich umdreht, gehe ich mal hinten rechts lang und schaue einfach mal, ob es klappt. Weil wenn nicht, dann... Fuck the what. Völlig egal. Machen wir es, probieren wir es einfach nochmal. Wir schaffen einen. Dreh dich um jetzt, mein Gott. Hallo. Hallo. Guck mal da hinten. Batman ist so gut wie tot. Der packt sein Ding aus, Alter. Der packt sein Ding aus. Schau schnell hin. Du verpasst noch was. Nicht da unten. Oder packt da auch einer sein Ding? Ja, genau. Da hinten ist der Typ im Ding. So. Und rüber hier. Okay. Wir sind... Was bringt das? Oh, schau an. Ein Tonband. Wir haben ihn gefunden. Poison Ivy. No thanks. Nicht jetzt. Gerade ein bisschen falscher Moment, um mir ein Tonband anzuhören. Oh ja, schau an. Hier gibt es noch einen Lüftungsschacht, wo man durchgeht. Was ist das denn? Keine Ahnung. Whatever. Wir gehen weiter. Wir lassen uns gar nicht beeindrucken von sowas. Kommen wir denn hier? Ja, das ist super. Super, okay. Da hätten wir auch von oben direkt reingehen können. Dann wären wir hier rausgekommen, okay. So, mal gucken, da oben steht ein Typ, der, wenn wir hier lang gehen, sieht er uns auf jeden Fall nicht. Ja, ich muss mich da echt da, ich muss halt... Das ist Batman. Au, fuck. Schäm dich. Okay. Lass den Käfig fallen. Nein, lass den Käfig nicht fallen. Okay, er lässt den Käfig fallen. Gut, das war blöd. Ich hätte gucken müssen, was der andere macht. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Gute Nacht, Papi. Du Freak. Nochmal. Das ziehen wir durch. Knallhart ziehen wir das durch. Jawohl, wir starten ja auch direkt hier. Helft mir! Bla bla bla. Oh Gott, kein Sinn. Holt mich heraus! Ja, überspringen. Dankeschön. Wir wissen, was Sache ist. Alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. So, wir gehen wieder hier unten durch. Nur diesmal nicht so blöd sein und wir gucken auch mal nach oben, was der andere hier macht. Oh Mann, ich glaube, ich kann mich an diesen Raum erinnern, wo ich es damals gespielt habe und habe mich damals schon angekotzt. So, jetzt. Sobald du dich umdrehst, schwöre ich dir, ich schwing mich da hoch. So. Okay. Hier sind wir vorbei. Der dürfte uns jetzt im Moment nicht sehen. Ah, okay, komme ich da irgendwie rüber direkt? Das wäre awesome, wenn ich einfach direkt rüber könnte. Oh, natürlich. Das dürfte er nicht sehen, wenn ich nicht hochgehe. Das dürfte er nicht sehen. Dann kletter ich einfach außen lang. Haha, so sieht's aus. Zack, und wir sind wir durch? Weiß noch nicht, wir schauen mal. So, jetzt aber schnell, Gitter abmachen, hau rein. Er hat keine Chance. Keine Chance. Niemals, er kommt hier nicht durch, obwohl er schon durch ist, wenn ihr wüsstet. So. Eigentlich sollte ich diese Folge auch wieder Green Zone nennen, weil es wieder mal nichts anderes ist, ja. Die Entwickler liebten ihren Detektivmodus. Ich meine, es ist auch ein verdammt cooles Gadget. Und er ist halt auch inflationär eingesetzt. So. Da haben wir den Chief Boss von denen. Und... Den schnappe ich mir von hinten lautlos. Natürlich, dass die anderen gar nicht erst mitbekommen, was los ist. So. Die Hauptbedrohung habe ich ausgeschaltet. Jawohl. Aber die Geiseln sind immer noch in Gefahr. Das ist richtig, Batman. Das ist richtig. Aber okay. Du hast mein Puzzle gelöst, Bats. Schön für dich. Oh. Erinnerst du dich an meine Alarmsignale? Ist ihr, ihr Idiot, verhindert, dass er zu mir kommt? Haha, probiert's doch. Glaub mir. Ich werde die jämmerlich draufgehen dabei. Zack. Hin und lautlos ausschalten. Mein Gott, wie gut. Oh, manchmal klappen Sachen auch einfach und das ist geil. Den schauen wir uns mal in Real an hier. Puh. Ich bin sicher, es war mal wer von euch da unten. Ihr habt den Bock. Zack. Oh, okay. Mist. Fuck.
Bam. So, aber das ist auch kein Problem. Weiter geht's. Auf dem Dach gerade, die fallen runter. Jesus, okay. Alles gut, alles gut. Wir seid in Sicherheit. So. Damit hätten wir dieses Rätsel auch gelöst. Joker wollte, dass der Eingang zur Titan-Produktionsstätte bewacht war. Ja. Ich sollte Harleys Spur folgen, sodass ich ihn finden kann. Achso, ihr seid schon frei. Gut, okay. Dann folge ich weiter der Harleys Spur, die hier ja überall ist. Also, ich weiß auch nicht, war Harley hier am Auslaufen oder was ist mit der los, dass hier überall ihre Spuren verteilt sind, also wirklich überall. So. Hier geht's rein. Okay, Doki. Nochmal so ein Lachgaseinspritzungsding, Alter. Mit 130 in den Tod, oder wie? Okidoki, los, los, los. PSP knackt das alles. Völlig egal. Einmal. Also hier muss man es dreimal machen. Man sieht diese blinkenden Lichter an den Bombendingern, Gasdingern, was auch immer. Da habe ich mich nämlich letztes Mal schon gewundert, warum ich so oft machen musste. Ja, ich weiß es. Jetzt ist es mir gerade eben aufgefallen. Es gibt ja hier so... Ah, komm, wo bist du denn? Nur sag mal, wo bist du? Ah, ich hatte dich. Jawohl, da bist du. Zack. Ja, genau. Diese Bombe war verbunden mit einer Steinwand. So und nicht anders. Guti, guti. Verfolge Harley. Ja, das haben wir gerade gemacht. Genau. Wir haben die Titan-Produktion gefunden, Ladies and Gentlemen. Das, wonach Batman... Batman... Sieh wohin? Mal, wer unser Geheimlabor entdeckt hat. Genau, da du schon so weit gekommen bist, zeige ich dir, was ich gemixt habe. Was hast du denn gemixt? White Russian? Jackie Cola? Okay, das war nicht gut. Das Zeug muss der Hammer sein. Okay, Fleischberge voraus. Fleischberge voraus. Fleischberge voraus. Zwei davon. So. Die kloppen wir das nächste Mal. Was haltet ihr davon? Wir lassen uns doch nicht von irgendwelchen aufgepumpten Vollidioten ohne Gehirn reinlegen, ja? Also ich zumindest nicht. Ich hoffe ja auch nicht. Beim nächsten Mal schauen wir mal, wie wir die flach legen und schauen, dass wir Joker weiter hinterherkommen. Dass wir dann wieder einbuchten. Diesen verdammten lila Clown. Was auch immer. Bis dahin. Haut rein.